Sein, gell? So, genau. Habt ihr euren Wunsch parat? Habt ihr ihn mal aufgeschrieben? Ja, wir sind ja schon jetzt in Tag 3. Wir haben das, was wir manifestieren wollen, diesen Wunsch. Wir haben ihn gereinigt. Wir haben ihn klar gemacht. Wir brauchen ihn nicht. Wir lieben unseren Wunsch. Es sind jetzt viele da, die noch nicht zugeschaut haben. Ich habe ja jetzt eine Manifestations-Challenge ins Leben gerufen. Das ist schon Tag 3. Vielleicht schaut ihr euch alle noch die Videos an von Tag 1 und Tag 2, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in eine richtige Energie, in eine richtige Beziehung mit unserem Wunsch kommen. Weil wenn da noch ein bisschen ein Mangeldenken drin ist, eine Angst drin ist, was passiert, wenn dieser Wunsch sich nicht erfüllt, was passiert, wenn wir das nicht manifestieren, was wir uns wünschen wollen. Wenn da noch irgendwo etwas Unreines, etwas Unklares dabei ist, damit meine ich, wenn du irgendwo noch ein Gefühl hast in Bezug auf deinen Wunsch, ah, das klappt nicht, oder wenn das klappt, oder wie kann das klappen, oder wie soll ich das hinkriegen? Alle diese Umsetzungsgeschichten, die müssen komplett raus und du darfst dir erlauben, in einen Zustand, in eine Denkhaltung zu kommen, aus dem Wissen heraus, dass du ein Kreierer bist, dass du ein Schöpfer bist, dass du ein Manifestierer bist, dass das dein Geburtsrecht ist, dass das ist, als was du hier auf die Welt gekommen bist. Ist natürlich eine komplett andere Weltsicht als die Vorstellung, die man jetzt vielleicht haben könnte. Oh mein Gott, ich bin gerade ausgeliefert, ich bin gerade eingesperrt, ich kann gerade gar nichts machen. Mir sind die Hände gebunden, ich werde kontrolliert, ich werde manipuliert vielleicht schon gar. Und aus diesem Mindset musst du rauskommen, wenn du in deine wahre Kraft, in deine wahre Power kommen möchtest, die du auch hast und die aus deinem Innen heraus entsteht, solange du dich nicht im Außen reflektierst. Ganz wichtig, ich weiß, für die meisten Menschen heißt es, ich kann doch nicht so ignorant sein und es ist doch so und es ist doch Fakt und da muss ich mich doch dran halten und da kann ich doch nicht so tun, als sei es nicht. Ich spreche zu den Menschen, die sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wie Kreation, Schöpfung oder Manifestation funktioniert und die wissen, dass wir etwas anderes sind als ausgelieferte Menschenwesen, sondern dass wir die Dinge erschaffen, in denen wir leben. Und diese Eigenverantwortung für diese Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich weiß, dass es so ist, ich weiß, dass ich meinen Beitrag leisten kann, machen wir jetzt diese Challenge. Also, dein Wunsch, ja, am besten aufgeschrieben. Am besten jeden Tag aufgeschrieben. Deswegen gehe ich jetzt auch hier jeden Morgen um 9 Uhr live, um Vorreiterin zu sein, um euch dran zu erinnern, um euch Klarheit zu geben und um euch aus dem Außen abzuholen und mit euch eine halbe Stunde lang in eure innere Schöpferwelt reinzugehen und euren Wunsch zu kultivieren, oder? Der Wunsch ist wie ein Samen. Es ist ein Samen, aus diesem Samen wächst alles. Der wird Früchte tragen, aber du musst diesen Samen kultivieren. Und wie kannst du diesen Samen am besten kultivieren? Und jetzt kommen wir dazu, indem du visualisierst, ja? Also nimmst du jetzt deinen Wunsch her. Also der erste Schritt, den haben wir jetzt gerade gemacht. Ich sage es noch kurz rückwirkend, damit du das auch nochmal machen kannst heute und vielleicht nochmal und nochmal und ganz oft und am allerbesten auch, bevor du schlafen gehst. Und das ist, dass du deklarierst, dass du klar aussprichst, dass du jetzt hier als Schöpfer unterwegs bist und nicht als Opfer, dass du ganz klar in die Energie reingehst und sagst, ja. Aus mir heraus entstehen Dinge. Ich generiere Energie, die sich materialisieren, manifestieren darf im Außen. Und das ist der erste Schritt, den du jedes Mal machen musst, ja, dass du dich
zentrierst, dass du eben in deiner Schöpferidentität, in deiner wahren Identität ankommst und aus dieser heraus den nächsten Schritt machst, den wir jetzt machen werden, und zwar deinen Wunsch, deinen Samen hernimmst und in ein wunderbares Beet setzt. Und damit meine ich, du stellst jetzt eine Szene vor. Eine Szene am Ende deines Wunsches. Also wenn dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, was muss unweigerlich eintreten? Was siehst du, ja? Und zwar hat es gar nichts damit zu tun, was jetzt unterwegs passiert, sondern du gehst jetzt ganz an den Schluss, ja, das ist Neville Goddard, Living in the End, und suchst dir etwas aus, was dahinter stattfindet, ja, dahinter. Also ich gehe jetzt einfach mal, ich nehme mal was Praktisches, was die meisten nehmen. Es ist nicht mein Wunsch ist etwas Kleineres, aber manche wollen vielleicht jetzt eine gewisse Summe Geld. Eine liebe Teilnehmerin hier hat mir gestern mitgeteilt, dass sie sich eine gewisse Summe Geld wünscht. Ich glaube, da sind andere auch dabei. Und jetzt geht es darum, frage dich, wenn ich diese Summe Geld habe, was ist eine Situation, die stattfindet, unbedingt, wenn ich dieses Geld habe? Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass du eine vertraute Person hast und der sagst du dann, oh mein Gott, diese Summe Geld ist gestern zu mir gekommen. Ich habe sie. Ich bin so begeistert. Ich bin so, so glücklich. Und du siehst dich quasi aus deiner ersten Persönlichkeit, also aus deinen Augen heraus. Also du visualisierst nicht, indem du irgendwie einen Film siehst, in dem du ein Teilnehmer bist, sondern du visualisierst diese Szene so, dass du jetzt in diesem Beispiel hinterher deiner Freundin in die Augen schaust, ja, wie du siehst, wie sie vor dir steht, und du siehst aus deinen Augen heraus deine Freundin. Und du sprichst quasi in deiner Vorstellung aus deinem Mund heraus, oh mein Gott, liebe Barbara, sag ich jetzt mal, liebe Barbara, ich habe gestern diese Summe XY auf meinem Konto gehabt. Ich bin so begeistert. Es ist so genial. Ja, und du nimmst diese Szene, das ist eine kleine Szene von 2-3 Minuten, die ist aber so kurz und knackig, die ist voll Emotion, die ist voll Freude, die ist voll Sicherheit, weil es ist schon passiert. Du gehst voll in diese Energie rein, du gehst voll in diese Szene rein und weißt ganz genau, dein Unterbewusstsein unterscheidet nicht, ob diese Szene jetzt gerade aus dir heraus kreiert worden ist, so, oder ob die wahr ist. Das ist kein Unterschied, du kollabierst quasi Zeit in dem Moment und du siehst genau, wie in diesem Beispiel, das ich jetzt gerade gemacht habe, wie du die Barbara anschaust und ihr erzählst von deiner wahnsinnig tollen Manifestation, die du gehegt und gepflegt hast, und du kreierst diese Szene, am besten schreibst du sie dir auf und du fühlst sie und du fühlst die von verschiedenen Perspektiven, ja. Du bringst all deine 5 Sinne da rein und hast vielleicht einen Geschmack im Mund, an den du dich erinnerst, bringst dir ins Bewusstsein das Parfüm, das du hast, oder den Geruch in dem Raum, in dem deine Szene spielt. Oder du stellst dir vor, wie du deiner Freundin, wenn du das erzählst, die Hände schüttelst, ja? Du machst die so lebendig wie möglich, diese Szene. Und das ist deine Living in the End. Das ist dein Endresultat. Das ist deine Endszene, die unweigerlich als logische Konsequenz von deinem erfüllten Wunsch für dich erscheint.
Und das ist ein ganz, ganz powervolles Tool, weil alles, was wir kreieren, alles, was wir manifestieren, gewünschtes oder ungewünschtes, entsteht aus diesem tiefen Gefühl heraus, dass wir für etwas haben, für etwas tragen. Und leider Gottes halt auch oft aus diesem tiefen Gefühl der Angst, des Mangels, des Ausgeliefertseins heraus manifestieren wir Situationen und Erlebnisse. Die haben wir alle selber zu genug, wo wir einfach sagen müssen, oh Mann, ich hab's gewusst, es kommt scheiße. Aber es ist nicht scheiße gekommen, weil du es gewusst hast, sondern es ist scheiße gekommen, weil du es manifestiert hast, weil du es so befürchtet hast, weil das eins der schlimmsten Vorstellungen für dich war und dann tritt's ein. Ja? Und wir nehmen diese Power jetzt dafür her, dass diese Dinge eintreten, die wir uns wünschen, dass wir aus uns heraus eine komplette neue Realität für uns erschaffen. Und dieser eine Wunsch, der definiert dich auch als eine komplett andere Persönlichkeit. Ja, du wirst, wenn du jetzt diese Summe an Geld, sag ich mal, eine große Summe, die du manifestieren willst, wenn du die jetzt hast, ja, wer bist du dann? Wer bist du dann? Was ist dann deine Identität? Wie fühlst du dich dann? Wie trittst du dann auf? Wie stehst du in Beziehung zum Leben? Fühlst du dich immer noch ausgeliefert oder als Opfer? Oder fühlst du dich tatsächlich wirklich powervoll und wertvoll? Ja, das sind alles Sachen, die in dieser kleinen Challenge, an diesem Wunsch, den du jetzt hast, dranhängen. Und an diese ganzen Aspekte, die schauen wir jetzt Tag für Tag zusammen an. Und du bleibst bei deinem Wunsch. Du hegst ihn und du pflegst ihn. Und jedes Mal, wenn du dran denkst, an diesen Wunsch, bist du mit Liebe und freudiger Erwartung diesem Wunsch gegenüber und kultivierst das Beet deines Samens, deines Wunsches. Und du überlegst keine Sekunde lang, wie kann es dazu kommen? Weil es ist nicht dein Business. Dein Business ist, Energie zu kreieren durch Gedanken und Gefühle und Bilder. Und damit bist du da, damit bist du angekommen. Danke, Susanne. Damit bist du angekommen. Und diese Power wird tagtäglich mehr. Und ich weiß, der logische Verstand sagt, bist du Göcker, guck mal, was da draußen los ist. Aber es ist genau der Punkt, was wir jetzt lernen dürfen. Wir sind in einem Shift, wir sind in einem Wechsel, wir sind in einem kollektiven Wechsel des Bewusstseins. Und zwar des Bewusstseins, dass wer wir wirklich sind, was für eine Power wir wirklich haben. Und Leute, nützt das, nützt diese Zeit so positiv wie möglich. Geht nicht hin und tut andere Leute maßregeln. Und ich sehe immer wieder diese Post, bleibt zu Hause, bla 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 bla. Konzentriert euch auf euch, konzentriert euch auf das, was ihr selber haben wollt. Konzentriert euch auf eure Zukunft, konzentriert euch darauf, wo ihr rauskommen wollt. Und ich hatte gestern ein Coaching von der Magic Mind Mastermind Gruppe und es ist so schön, wie Leute plötzlich in diese Power reingehen und erkennen, dass jetzt der Moment ist, weil jetzt ist es dran, neue Weichen zu stellen. Jetzt ist es dran zu sagen, wer bin ich, Phönix aus der Asche, wenn ich hier wieder die Türen geöffnet kriege und meine Power in die Welt rausbringen darf. Was ist meine Berufung? Wofür stehe ich ein? Was unterstütze ich? Wo biete ich meinen Service, ja? Und darum geht es jetzt hier und ich werde hier weiter meine Teachings machen. Ich werde gratis Teachings machen, ich werde noch ein neues Programm launchen, weil es ist die Zeit für das. Es ist, jetzt geht's los, Leute. Es ist nicht, dass wir jetzt eingesperrt sind, sondern jetzt geht's los. Neues Bewusstsein, neue Ziele, neue Welt generieren, ja? Und es macht riesen Spaß. Das ist doch so wunderbar. Und haut eure Sachen raus, helft, unterstützt. Alle, die hier jetzt zuhören oder zuhören werden, die zieht es an, weil sie auf der gleichen Wellenlänge sind und es braucht jeden Einzelnen, dass er seinen Mund aufmacht und sagt, hallo, wir sind keine Opfer, hallo, wir sind Schöpfer und diese Erinnerung soll von allen Kanälen dieser Welt, von allen Social Medias rausbeamen, ja?
Mach das. Geht live, erzählt, lebt, teilt die guten Dinge. Weil wir sind hier jetzt da, um zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren, zu manifestieren unsere Wünsche. Ja? Also lasst es inspirieren. Morgen um 9 bin ich wieder da für euch. Und macht eure eigenen Challenges. Holt die Leute ab. Es gibt so viele Leute, die brauchen euch jetzt. Also, postet nicht Corona, postet Zukunft, ja? Zukunft, geiles Leben. Wir haben die Chance, wir können alles erreichen. Postet das. Ja, ich freue mich riesig, wenn ich euch inspirieren konnte. Und ich sehe euch morgen um 9. Bye. Danke für diese Herzchen. Danke für die Köpfchen, die ich nicht sehen kann, wer da ist. Hey, nee. Oh, I'm so sorry. You didn't probably understand what I said, but it's about manifesting the future. That's what we all do. Okay, guys. Bye. Danke, danke. Tschüss.